Welches ist eigentlich das wertvollste existierende Material der Welt? Gold? Gold ist zwar kostbar, doch viele Materialien sind mehr wert, sogar wesentlich mehr als ihr eigenes Gewicht in Gold. Welche Substanzen und wie viele diese wert sind, haben wir für euch in einer Liste mit den 16 teuersten Substanzen der Welt zusammengestellt. Los geht's! Nummer 16. Safran ist das teuerste Gewürz der Welt und wird deshalb auch rotes Gold genannt. Es ist nicht nur durch seinen einzigartigen Geschmack, sondern auch durch seine Heilwirkungen als zum Beispiel Potenzanreger sehr wertvoll und wird in kompletter Handarbeit hergestellt, weshalb es einen Wert von 10 Euro pro Gramm hat. Weiter geht's mit der Nummer 15. Rhodium. Rhodium gehört zur Gruppe der Platinmetalle und zeigt nach der Gewinnung bis zu 45 Tage radioaktive Eigenschaften auf, weshalb es hochgiftig und krebserzeugend ist. Durch seinen aufwendigen Gewinnungsprozess ist 1 Gramm schon 26 Euro wert. Nummer 14. Platin. Ein wertvolles Metall, dessen Name durch seine Seltenheit oft mit Reichtum, Wert und Exklusivität verbunden wird. Deswegen sind auch viele Preise, Kreditkarten und Musikalben nach ihm benannt. 1 Gramm Platin kostet bereits 30 Euro. Weiter mit der Nummer 13. Gold. Es wird überwiegend für Schmuck und als Geldanlage benutzt, doch ist gleichzeitig Elektrizitäts- und Wärmeleiter, weshalb es in der Herstellung von Elektronik und in der Zahnmedizin viel verwendet wird. Als Symbol für Wohlstand kostet Gold stattliche 37 Euro pro Gramm. Kann man machen. Nummer 12. Heroin. Die illegale Substanz erhielt seinen Namen zunächst von dem deutschen Wort heroisch. Die Langzeitwirkungen der Droge lassen jeden Verwender jedoch alles andere als heroisch zurück. Leberversagen, Herzkrankheiten und eine lebenslange Abhängigkeit sind dabei nur ein paar von vielen möglichen Folgen, die beim örtlichen Dealer für gerade einmal 49 Euro zu haben sind. Versaute Zukunft inklusive, versteht sich. Machen wir lieber schnell weiter mit der Nummer 11. Methamphetamin. Methamphetamin ist die illegale Substanz, die Walter White und Jesse in Breaking Bad reich macht. Crystal oder Meth ist eine stimulierende Droge, die in das zentrale Nervensystem eingreift und so einen euphorischen Rausch verursacht. Klingt gut, ist jedoch durch seine gesundheitlichen Langzeitwirkungen die drittgefährlichste Droge der Welt und kostet dabei 59 Euro pro Gramm. Sollte man sich vielleicht zweimal überlegen. Weiter mit der Nummer 10. Kokain. Das weiße Pulver aktiviert die Nervenzellen des Gehirns und löst dort den Ausstoß des Glückshormons Dopamin aus. Bis in die 80er wurde die nun illegale Substanz in der Öffentlichkeit als erfrischender Snowblow oder Schnee vermarktet und für Zubehör und die Droge selbst legal in der Öffentlichkeit geworben. Kokainpreise sind von der Reinheit des Pulvers abhängig, wobei ein Gramm pures Koks 470 Euro kostet. Gängiges Koks mit einem Reinheitsgrad von 25% kostet um die 100 bis 150 Euro pro Gramm und machte so schon Pablo Escobar zu einem der reichsten Menschen der Welt. Weiter geht's mit der Nummer 9 und dem Rhinozeroshorn. Wegen seiner angeblichen medizinischen Heilwirkungen wie das Lindern von Fieber und Schmerzen müssen jährlich um die 1000 Nashörner sterben. Obwohl diese Tiere bereits vom Aussterben bedroht sind, ist der Rhinozeroshornverkauf in Südamerika gerade dabei, legalisiert zu werden und lässt dort einen Marktwert von 105 Euro pro Gramm Rhinozeroshorn zu. Weiter geht's mit der Nummer 8, LSD. Eine der stärksten stimmungs- und wahrnehmungsverändernden Substanzen der Welt, die Halluzinationen und Wahnvorstellungen hervorrufen kann. Obwohl sie größtenteils keine Sucht verursacht, kann LSD oder Acid Psychosen wie Schizophrenie oder Depression hervorrufen. Der Spaß kostet 2450 Euro pro Gramm. Jedoch reicht für einen Trip bereits eine winzige Menge der halluzinogenen Droge aus. Nummer 7. Plutonium. Das Metall wird unter anderem in der Produktion von Nuklearwaffen und als Treibstoff benutzt und ist in vielen Comicbüchern der Stoff, der normale Personen zu Superhelden mutieren lässt. Dabei kostet 1 Gramm zwar 3500 Euro, doch ist das nicht ein geringer Preis für ein ruhmreiches Superheldendasein? Was meint ihr? Weiter geht's mit der Nummer 6. Painit. Der selten vorkommende Stein wurde erst vor 65 Jahren entdeckt und ist heute nur wenigen bekannt. Da nur einige hunderte Steine dieser Art auf der Erde existieren, kostet 1 Gramm Painit 8500 Euro. Weiter geht's mit der Nummer 5, der Stein Tafeit. Obwohl der Tafeit viel seltener vorkommt als Diamant, ist er mit seiner oft violetten, pinken oder roten Farbe in der Schmuckherstellung nicht so beliebt. Trotzdem kommt er mit seinem Wert bereits auf 18.000 Euro pro Gramm. Weiter geht's
jetzt mit der Nummer 4, Tritium. Das Gas wird vor allem für Lichterzeugung benutzt, da es in Verbindung mit anderen Stoffen die Eigenschaft hat zu strahlen. Die Erzeugung eines Grams Tritium kostet dabei bereits 28.000 Euro. Und da sind wir auch schon bei der Top 3, A Girl's Best Friend, Diamant. Der wertvollste Stein der Erde erhält seinen Namen aus dem Griechischen. Diamant bedeutet so viel wie unzerbrechlich, da es das härteste natürlich existierende Material der Erde ist und deshalb auch neben der Schmuckherstellung als Schneidstoff für Bohr- und Schleifwerkzeuge verwendet wird. So kostet Diamant stolze 52.000 Euro pro Gramm. Und da sind wir auch schon bei der Nummer 2, das teuerste chemische Element, Kalifornium. Es wird vermutet, dass es in Supernovas, dem plötzlichen explosionsartigen Sterben eines Sternes, entsteht. Bis jetzt konnte man erst 1,2 Mikrogramm Kalifornium synthetisch herstellen, weshalb es bei einem ganzen Gramm einen Wert von 26 Millionen Euro hätte. Und da sind wir auch schon bei der heutigen Nummer 1, Antimaterie. Die teuerste Substanz auf der Erde. In der Theorie soll Antimaterie in der Zukunft unsere Raumschiffe antreiben und wird in der Science Fiction für den sogenannten Warp-Antrieb, dem Reisen mit Überlichtgeschwindigkeit, benutzt. Für ein Gramm Antimaterie müsste die ganze Menschheit ununterbrochen ein Jahr lang arbeiten, was ungefähr einem Wert von 90 Billionen Euro entsprechen würde. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns gerne einen Daumen hoch da, so wissen wir Bescheid. Hier könnt ihr euch jetzt noch ein weiteres Video anschauen, zum Ansehen einfach in die Mitte klicken. Das war's mal wieder für heute, bis zum nächsten Mal, ciao!